Mein Theaterstück beginnt mit dem Sommer des Jahres 1793. Denn da bittet der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm III. Die damalige Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz um ihr Jawort. Und Luise antwortet aus tiefstem Herzen: Mein lieber Prinz, die Früchte, hoffe ich, werden bald reif sein. Ich wenigstens, wenn ich eine Kirsche wäre, ich würde in einem Tage reifen. Meine Wangen sind schon ganz feuerrot. Mein lieber Prinz, meinem Versprechen gemäß will ich Sie von der Ankunft meines Vaters benachrichtigen und nichts steht unserem Glück entgegen. Papa ist entzückt davon. Als starke Frau ist Luise aktueller denn je zuvor. Nach ihrem frühen Tod mit nur 34 Jahren begann ein Kult, der die Königin der Herzen, wie sie von nun an genannt wurde, zu einem Medienstar machte, lange vor der Kaiserin Sissi und Lady Diana. Ach, und noch etwas. Ich schreibe orthografisch nicht korrekt. Ich gebe es zu, das ist nicht schön, aber Sie müssen ja auch meine Fehler kennen. Ihre Luise.